Was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zurück zu einem weiteren wunderbaren Video auf diesem wunderbaren Kanal, wo nur wunderschöne Menschen zusehen. Freunde, ich hoffe, ihr seid gut drauf. Wir geben uns noch ein bisschen verspätet jetzt. 5 Tage ist es ja, sorry. Von Capital den neuen Song Berlin lebt immer noch. Ganz kurz, Freunde, diese Ansage. Ja, ich habe jetzt 1,5 Wochen nichts hochgeladen. Aber wartet diese Woche gerne mal ab. Ich habe extrem viel geplant. Ich habe mir einen ordentlichen Plan zusammengestellt. Es kam jetzt recht wenig auf Instagram auch und auf beiden Kanälen nicht allzu viel. Deswegen habe ich einen Plan gemacht und lasst mir gerne die Woche über jetzt und auch nächste Woche ein bisschen Feedback da. Zu viele Videos, zu wenig von irgendwas, zu viel Deutschrap, zu wenig von da, von hier. Ich habe ein bisschen was umstrukturiert, werde ein bisschen was planen und gucken, wie es aussieht. Deswegen, diese Woche kommt auf jeden Fall viel Content, Freunde, freut euch drauf und lasst mir gerne dazu ein bisschen Feedback da in der Woche, aber auch nächste Woche, um die erstmal abzuwarten. Würde mich sehr freuen. Ansonsten würde ich sagen, hören wir jetzt noch rein, Freunde, mit unseren beiden kleinen Öhrchen in Berlin lebt immer noch. Wir schauen ganz kurz in die Beschreibung. Das Ding wurde produziert von Jumper, Make a Jump, und von Majestic, Majestic, Majestic? Gibt's jemanden, der heißt Majestic als Beat Producer? Ich kann halt nur direkt, ich muss an Mois denken natürlich und an Maestro. Video von Heiko Hammer. Wir hören rein, ich bin gespannt. Berlin lebt immer noch. Bewertungen sehen sehr, sehr gut aus. Ich bin gespannt, Berlin lebt immer noch, könnte natürlich jetzt, Berlin lebt 2, Berlin lebt immer noch, natürlich, ein potenziell würdiger Nachfolger sein, wir hören rein. Ja, Bro. Was geht da, Bro? Du weißt Bescheid, Berlin lebt. Oh, ich liebe es! Ich liebe es, wenn die Protagonisten, in einem Video die Beat-Producer lip-sinken. Ich weiß nicht warum. Ich weiß nicht, was es ist. Ist ein bisschen auf TikTok angelehnt, ja? Aber ich fühle das zu 100%. Vor allem, weil der Beat-Producer-Tag von Jumper auch einfach geil ist. Make a jump. Majestic. Okay. Ja, ha? Ha? Okay. Gib ihm, Bra, ha? Gib mir nur ein Beat und ich will ganz Rap. Der Bratan ist am Start, ich brauch kein Comeback. Okay, Einstieg sehr gut. Gib mir nur ein Beat und ich will ganz Rap. Der Bratan ist am Start, ich brauch kein Comeback. Ist true. Capital ist ja eh nie länger weg als 3 Wochen, dann kommen wieder 4 Songs auf einmal. Oder 5 Songs in einer Nacht. Aber True Einstieg, sehr gut. Jackie Cola, zieh ein paar Gramm weg. Gestern Monatskarte, heute Privatjet. Hotelzimmer full Viber, Mercedes Oldtimer. Schreib die Texte selber, ich brauch kein Ghostwriter. Atmosphäre gefällt mir schon mal sehr gut, ja. Atmosphäre gefällt mir sehr gut, aber auch der Beat trägt sehr viel dazu bei. Beat ist echt eine Bombe. Cool Viper, Mercedes Oldtimer. Schreib die Texte selber, ich brauch kein Ghostwriter. Aber kommt Erfolg, dann kommen Neider. Aber kommt einer, mach ich ihn ein Kopf kleiner. Ach, diese Bastarde. Ey, dieses Ach, Ach im Hintergrund. Es erinnert wirklich ein bisschen an Team Kuku-Zeiten, finde ich. Ich will eigentlich nicht immer der sein, der alles vergleicht, aber ich bin immer der, der alles vergleicht, Mann. Gib mir nur ein Beat und ich ficke sie mit Ansage. Release in meiner Woche, denkst du, dass ich Angst habe? Ich bleib die 1, Bra, auch wenn ich auf der 3 charte. Stacheldraht. Ich bleib die 1, Bra, auch wenn ich auf der 3 charte. Ist ein Statement, was true ist. Aktuell, hier, Freunde, seht ihr, aktuell steht da drauf, ist ja einfach Deutschraps Nummer 1, was willst du sagen, ja? Also wenn man an Erfolge und alles Mögliche denkt, dann hat man jetzt Capital im Kopf, ja. Er hat für mich noch nicht diesen krassen Legendenstatus wie ein Savage oder wie Kolle oder Sido. Aber aktuell, jetzt, hier und jetzt, ist er natürlich gerade das Aushängeschild. Hoher Zaun, goldene Platten, doch die Wände grau. Dunkle Zimmer, schöne Frauen, betäubte Sinne wie im Traum. Ich hab Punchlines im Hinterkopf. Oh, der Beat ist wunderschön, der Beat ist wunderschön. Ich schlaf immer noch mit der Glock. Geh und sag in dein Blog. Berlin lebt immer noch. Ich hab Punchlines im Hinterkopf. Oh, die Hook fühle ich auch. Diese Aggressivität. Er läuft einfach über aus Aggressivität. Stellt euch vor, macht schon ein schönes, freshes Coca-Cola-Glas. Bam, die Pepsi rein. Und dann läuft einfach die Aggressivität über an euch. Und so fühlt er sich gerade. Ich schlaf immer noch mit der Glock. Geh und sag in dein Blog. Berlin lebt immer noch. Randbezirk, abgefahren, Handyverträge machen auf andere Namen. Wer von euch redet vom Überleben? Keiner von euch darf drüber reden. Das ist irgendwie, ich bekomme so ein bisschen dieses alte Feeling. Dieses alte Feeling bekomme ich ein bisschen, was ich gut finde. Ich war ein Brechen bei Juwelieren, da waren deine Lieblings.
kapieren. Ich mach Feuerbraten, nein, ich werd nie wieder frieren. Komm mit deutschen Ich mach Feuerbraten, nein, ich werd nie wieder frieren. Finde ich irgendwie eine coole Aussage, weil er so. Also, Feuer bezieht sich ja hier auf das, dass er gerade viel macht und viel aussorgt, sage ich mal, für später und deswegen nie wieder frieren muss, weil er ausgesorgt hat, so für die Zukunft. Hat er eh schon so, aber finde ich ganz nice irgendwie, die Anspielung darauf gerade. Fick die deutschen Charts und sie geben mir keinen deutschen Pass. Als wenn er immer noch keinen deutschen Pass hat. Was? Fick die deutschen Charts und sie geben mir keinen deutschen Pass. Hä? Das finde ich schon weird, Mann. Das ist schon ein bisschen weird, Chap, also... Ich hab keine Ahnung, wie die Pässe so vergeben werden. Außer im Fußball natürlich. Ich habe keine Ahnung, was man dafür braucht, aber... Er ist schon echt lange in Deutschland so. Hat mehr als einen festen Wohnsitz auch schon gehabt. Er hat hier eine Familie so. Und tut ja offensichtlich auch sehr viel, sehr, sehr viel für die deutsche Wirtschaft so. Okay. Aber viele Blasen. Finanziert von Universal, erste 4 Etagen. Ja, das meine ich halt. Das ist halt kind of true, Digga. Ist halt ein bisschen Real Talk drin. Ja. Aber viele Blasen. Ich finanziert von Universal, erste 4 Etagen. Kopierst bei Adidas. Ey, diesen Handshake gerade, dieses High Five fand ich echt schön, Mann. Ich finde auch cool, dass Samba dabei ist. Einfach im Video mit dabei. So, finde ich, ist eine coole Sache. Ich finanziere von Universal erste 4 Etagen. Kopierst bei Adidas, fick dein Ghetto-Kram. Und sag dem Nike-Chef, ich bin nicht wegen Geld gegangen. Ich kann so krass. Das ist halt das, was ich gut finde, dass er wieder mehr Humor reinbringt. Einfach so im Video auch sich selbst nicht zu ernst nimmt irgendwie. Und auch zu sag dem Nike-Chef, ich bin nicht wegen Geld gegangen. Das ist einfach nice, Mann. Das ist sich selbst nicht zu ernst nehmen. Viele Rapper, gerade heutzutage, finde ich, haben das Problem. Die stellen sich selbst über alles und nehmen sich selbst viel zu ernst und können nicht einen Joke auf die eigene Kappe nehmen, irgendwie. Schwer, aber ich finde das sehr sympathisch, gerade wie er damit umgeht. Das Rappen kauft mir einen fetten Benz. So einen fetten, sie können mich nicht abschleppen. Ich hab Punchlines im Hinterkopf. Ich lauf immer noch mit der Glock. Geh und sag in dein Blog. Das ist einfach so ein unglaublich schöner Beat immer noch. Ich hab Punchlines im Hinterkopf. Und natürlich er auch. Schöner Mann. Ich lauf immer noch mit der Glock. Geh und sag in dein Blog. Berlin lebt immer noch. Ja, bro. Und jetzt auch ganz kurz nur Front an Samra. Ich mag ihn sehr gerne, ja. Aber ich finde es angenehm, dass wir hier keinen Samra-Part drauf hatten. Weil das einfach von der Energie her, schaut uns an Flair, war das einfach ein Kapi-Song, so. Es war einfach ein Kapital-Song, der mich auch glücklich gemacht hat, so. Die Atmosphäre durch den Beat, der Humor so ein bisschen da drin. Die beiden im Musikvideo zusammen finde ich auch nice, wie sie da abhängen und chillen. Aber von der Energie her, es war einfach ein Kapital-Song, der sich auch gut angefühlt hat. Damn. Was geht ab? Du weißt Bescheid, Bro. Ich weiß Bescheid, Bro. Wir schlafen nie. Berlin lebt, Bro. Berlin lebt immer noch. Berlin lebt immer noch. Gib ihm Bra. Wow. Digga, ich hab Gänsehaut bei dem Beat. Gänsehaut einfach. Wild. Ey, sehr, sehr wild, finde ich. Sehr, sehr wild. Hat sich wirklich ein bisschen... Es war erfrischend alt. Es war erfrischend alt so ein bisschen. Das fand ich gut. Sehr, sehr gut, Alter. Vor allem der Beat, also nochmal Props an Jumper und Majestic für diesen heftigen Beat. Oh, oh. Und wir hatten ein Beat-Outro, ein langes. Oh, Doppel-Oh. Und allgemein, wie gesagt, er hat jetzt hier nichts revolutioniert und das war jetzt nicht der Track des Jahres. Aber es war ein guter, stabiler Song, den ich mir auch in die Playlist packen werde. Weil ich mir denke, ey, wenn der kommt, dann muss ich nicht skippen oder dann habe ich kein Lalala, Lelele, Kekeke. Dann habe ich einfach mal was, den Kapital so, den ich auch haben möchte ab und an mal. Deswegen, es war ein guter Song, Alter. Gerade die Hook Ohrwurm technisch auch, ohne da irgendwie viel mit Autotune machen zu müssen, hat das funktioniert und hat sich gut angehört. War halt ein bisschen aggressiver, was ich gut finde. Und hat mich überzeugt, Freunde, ja. Hat mich überzeugt. Also Recall ist diese Woche drin auf jeden Fall, würde ich sagen, ja. Freunde, lasst mir eure Meinung dazu gerne in den Kommentaren da. Ansonsten wünsche ich euch einen wunderbaren Dienstag. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns bei einem weiteren wunderbaren Video. Bleibt fresh, so wie immer. Und ciao.